Hallo ihr! Wer von euch einmal einen Blick in die Einstellungen von Facebook geworfen hat, hat vielleicht schnell die Lust verloren bei all den Einstellungen, die man dort vornehmen kann. Heute zeige ich euch, wie ihr in 3 Minuten die wichtigsten Privatsphäre-Einstellungen vornehmen könnt. Ich zeige euch das in der Facebook-App. Ihr könnt diese Einstellungen jedoch auch im Browser vornehmen. Dazu geht ihr auf die 3 Striche, anschließend auf Einstellungen und Privatsphäre und dann auf Privatsphäre auf einen Blick. Bei iOS, also wenn ihr ein iPhone habt, dann findet ihr Privatsphäre auf einen Blick direkt, wenn ihr runterscrollt unter Einstellungen. Ganz oben gibt es den Privatsphäre-Check. Hier könnt ihr überprüfen, wer eure Beiträge sehen kann. Und von wem die Informationen in euren Profilen gesehen werden können. Dazu gehört zum Beispiel das Geburtsdatum, der Beziehungsstatus oder auch die verknüpfte E-Mail-Adresse. Im letzten Teil des Checks seht ihr eure Apps, also Anwendungen, die mit Facebook verknüpft sind. Werft hier am besten alle Apps raus, die ihr nicht mehr benutzt. Ihr könnt auch checken, ob eure Freunde sehen können, dass ihr bestimmte Apps nutzt und das natürlich umstellen. Diese Einstellungen gibt es auch nochmal genauer, wenn ihr auf Wer kann meine Profilinformationen sehen geht. Hier könnt ihr euer Profil auch direkt weiter ausfüllen. Ihr könnt auch einstellen, wer euch alles kontaktieren kann und somit verhindern, dass euch völlig Fremde einfach Freundschaftsanfragen schicken. Eine wichtige Einstellung möchte ich euch noch zeigen. Dazu geht ihr auf Weitere Einstellungen und dann auf Apps. Wenn ihr ein iPhone habt, dann findet ihr das unter Einstellungen, dann auf Kontoeinstellungen und dann auf Apps. Ganz unten gibt es den Bereich von anderen Nutzern verwendete Apps. Wenn einer eurer Freunde ein Spiel spielt oder einen Persönlichkeitstest mit einer Facebook-App macht, kann es sein, dass diese App auch Informationen über euch abfragt. Und damit die nicht wahllos alles über euch wissen, könnt ihr hier einstellen, was sie wissen dürfen und was nicht. Mit diesen Tipps habt ihr euer Facebook-Konto in kürzester Zeit ein bisschen sicherer gemacht. Allerdings gibt es noch viele weitere Einstellungen, die man vornehmen kann. Weitere Tipps und Tricks findet ihr auf handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag und bis bald.